Im Rahmen unseres Wikibuches beschäftigen wir uns sehr intensiv mit der Frage, Kollegen befürchten im Wiki Vandalismus, Editierkriege und viele Fehler und schlagen Freigabeprozesse und Restriktionen vor. Ist das richtig? Vielleicht ganz kurz zu diesen Problemfeldern, die Wikis eigen sind und die da tatsächlich auch vorkommen. Editierkriege heißt, es gibt einen Mitarbeiter, jeder kann in einem klassischen Wiki, nehmen wir mal Wikipedia zum Beispiel, der Änderungen durchführen. Und ein Editierkrieg heißt, einer ändert eine Sache so, der nächste macht es wieder rückgängig, der nächste macht das wieder rückgängig und so geht das immer hin und her. Und das nennt man einen Editierkrieg. Relativ unproduktiv, will ich im Unternehmen nicht haben, sowas. Vandalismus heißt, jemand zerstört einfach mutwillig ein bestimmtes Dokument. Oder man könnte auch sagen, das ist jetzt hier mit viele Fehler gemeint, dass jemand sozusagen unabsichtlich Probleme in ein Wiki einspielt. Und tatsächlich ist es so, dass Freigabeprozesse und Restriktionen eine Lösung dafür sein können. Professionelle Wiki-Systeme bieten Freigabeprozesse und Restriktionen an, sodass eben nicht mehr jeder schreiben kann oder jeder nur noch in so eine Art Zwischenablage reinschreibt und erst nach der Freigabe das Dokument für alle Mitarbeiter sichtbar wird. Das geht. Insofern ist erstmal grundsätzlich sowas wie ein Editierkrieg oder Vandalismus oder Fehler kein Argument gegen ein Wiki, sondern eher ein Argument für einen Freigabeprozess in einem Wiki. Die Frage wird in dem Buch eigentlich auch noch anders beleuchtet. Häufig ist es so, dass man von sogenannten Scheinriesen bei Wikis spricht. Das heißt, Dinge, von denen man große Angst hat, die sehen aus der Entfernung ganz groß aus. Sobald die näher kommen, stellt man aber fest, die sind eigentlich ganz klein. Ja, das sind gar keine Riesen, sondern das sind im besten Fall Problemchen, die ich überhaupt nicht durch so einen sozusagen dicken Hammer wie so einen Freigabeprozess überhaupt einschränken oder bearbeiten muss, sondern die ich einfach aushalten kann. Und das ist den meisten Unternehmen nicht klar, dass man zwar berechtigterweise Angst haben muss, dass es falsche Informationen in einem Wiki geben kann, dass jemand ein Vandale etwas kaputt macht oder dass es einen Editierkrieg geben kann. Aber Unternehmen haben heute schon in der Regel sehr gut funktionierende Entscheidungsstrukturen, die verhindern, dass jemand sich einen Krieg im Rahmen einer Diskussion intern liefert, sondern irgendjemand trifft eine Entscheidung und die steht dann. Einige unserer Kunden bezeichnen es als Obersticht unter oder wie auch immer, aber es gibt jedenfalls eine Hierarchie, der gefolgt wird. Und auf diese Weise sind viele Dinge, die von einem Wiki befürchtet werden, jeder kann auf einmal editieren, jeder kann in allen Texten rumfuschen, gar keine wirklichen Herausforderungen bei der Einführung. Meine Empfehlung an Sie wäre, probieren Sie es einfach mal aus, beschränken Sie nicht von Anfang an die Rechte im Wiki, führen Sie nicht von Anfang an einen Freigabeprozess ein, nur weil Sie befürchten, dass es Probleme geben könnte, sondern tun Sie das erst, wenn Sie feststellen, es gibt tatsächlich diese Probleme, die sind nervig und die sind durch einen Freigabeprozess besser in den Griff zu bekommen. Das sorgt für ein